Activision präsentiert noch eine Begegnung mit der Vergangenheit. Entwickelt von Toys for Bob. Es ist Spyro the Dragon. Alter, jetzt schaut euch mal diesen entschlossenen Blick an. Er schaut direkt in euer Herz. Willkommen zu Let's Play! Spyro Reignited Trilogy. Ich freue mich sehr. Ja, der Kultdrache ist zurück. Mit diesem brandneuen Titel für PlayStation 4 und Xbox One. Remakes der PS1 Originale. Ähnlich wie Crash Bandicoot und daher auch die Anlehnung oder Parodie von mir eben schon bei den Herstellernamen. Die haben schon immer interessante Parallelen. Mal ganz im Ernst, Crash Bandicoot und Spyro, beide debütierten auf der PlayStation 1. Beide waren zunächst PlayStation-exklusiv. Beide hatten drei Haupttitel auf der PlayStation 1, die nach allgemeiner Meinung von Titel zu Titel immer besser wurden. Also der dritte Teil wäre immer der beste. Beide waren dann in der nächsten Konsolengeneration nicht mehr PlayStation-exklusiv, sondern erschienen für PS2, Xbox und GameCube. Auch gab es einige GBA-Titel, bei Spyro sogar, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Es gab sogar so eine Fusion, also es gab ein Crash Bandicoot und Spyro GBA-Spiel, die sich miteinander verlinken konnten. Ja, und beide standen doch so im Schatten ihrer PlayStation 1-Zeit, dass sie zur Anfangsära der PS3 und Xbox 360 kaum noch wahrgenommen wurden nach vielen mittelmäßigen Spielen und so beide Spieleserien für lange Zeit still standen. Bis beide für die aktuelle Konsolengeneration Remake-Trilogien ihrer ersten Abenteuer bekamen. Und so sind wir jetzt auch hier. Letztes Jahr spielten wir Crash Bandicoot and Zane Trilogy. Und ja, die Fans haben ja schon gebettelt. Macht auch Spyro! Die Entwickler sagten, wenn die Leute sich das wünschen, und ja, haben sie sich. Hier ist es jetzt. Ich selbst habe Spyro nicht so intensiv gespielt, weil ich war halt immer der Nintendo-Jünger. Ich hatte zwar eine PS1, das habe ich mir alles aufmerksam durchgelesen, natürlich. Vorher kann man gar nicht annehmen, ne? Wahnsinn. Ja. Ich hatte zwar eine PS1, aber ich habe mir dann eher immer die neuesten Mario- oder Pokémon-Spiele gewünscht und so hatte ich nie den Genuss, auf Spyro zu treffen. Das hole ich jetzt hier nach. Oh, wunderschöne Lilien an den Rändern. In der Tat, also ich habe jetzt nicht den Retro-Aspekt. Es gibt bestimmt einige Spyro-Fans, die sich veranschaulichen wollen, wie dieses Remake, diese Trilogie ausschaut, aber ich kann da keine Vergleiche ziehen. Ich genieße Spyro jetzt als eigenständiges Spiel, wobei, eben schon erwähnt, der erste Teil quasi nicht so gut ist wie der zweite und dritte. Ich glaube, die sind jetzt bei mir schon runtergeladen. Das ist auch noch erwähnenswert, und zwar befindet sich auf der CD, die ihr im Laden kaufen könnt, nur der erste Teil. Ihr braucht eine Internetverbindung, um auch den zweiten und dritten Teil runterzuladen. Die wollten wohl einfach nicht so viel Daten auf die CD pressen. Finde ich ein bisschen gemein. Was, wenn du das Spiel in 20, 30 Jahren irgendwie erwirbst? Du kannst es nicht mehr downloaden, ist nicht mehr verfügbar oder was? Ja, nicht so geil. Natürlich spielen wir alle drei Teile. Ich habe es mir zumindest vorgenommen. Also, let's go. Wir können gleich noch ein bisschen reden, aber erstmal ab ins Spiel, Freunde. In der Welt der Drachen. Okay, läuft. Oh, ewig war es friedlich in den fünf Welten. Oder sind es sechs? Ein Drachenleben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty Gnork-Typen? Also, ich habe gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Nasty Gnork ist einfach gestrickt. Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Ha?
da habe ich wohl einiges zu tun. Na, der hat ja eine topmoderne Klotze. Die ist auch eher 1998 als 2018. Das Abenteuer beginnt. Und schon sind wir in-game. Ich rede gleich noch ein bisschen. Aber erstmal Nestor. Hi. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nork? Den schnapp ich mir. Finde zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, in diesem ersten Teil gilt es zu finden 80 Drachen, 12 Dracheneier und 12.000 Edelsteine. Ja, natürlich muss ich das nachgucken. Aber ich informiere mich halt vorher. Wunderbare 3D-Welten, die vorher ja so nicht vorhanden waren. Ein bisschen Gas. Da werden wir auch noch ein bisschen reinfinden müssen, aber hat Potenzial auf jeden Fall. 1998 erschien Spyro the Dragon. Dragon, das war sehr deutsch, tut mir leid. Hinten ist noch einer. Wusch. Einfach so retten und wiederbeleben. Hier ist Delbin. Wo ist Nasty Nork? Ich mach ihn fertig. Ruhig, Blut, Spyro. Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir folgt? Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge, dann siehst du, was ich meine. Könntest du es jederzeit nochmal anhören? Dafür ist diese Fee da. Hi, Spyro. Hi, Spyro. Drachen wiederholen. Wir spielen weiter. Und auch schon damals gab es eine Sprachausgabe, die ich allerdings heute sogar gelungener finde, wenn ich das so höre. Gut, wollen wir erstmal weitergehen irgendwie? Das ist zu. Tatsache. Gut, ich soll noch nicht irgendwo anders hingehen, dann schaue ich mich um. Damals entwickelt von... Ich rede gleich weiter. Hier ist Thomas. Hey, Spyro. Drück zweimal Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen? In urzeitliche Gletscher zu fallen? Ach, das. Aber ganz lovely gemacht. Lovely. Der richtige Ausdruck, denke ich mal. So schweben, aber eigentlich muss man richtig fliegen können. Vielleicht kommt das ja noch. Dich krieg ich. So. Damals entwickelt von Insomniac Games, die heutzutage zum Beispiel für das neue Spider-Man Game von 2018 verantwortlich sind. Kann ich dich auch einfach rammen? Tatsache. Jeder wie er mag. Cool. Denn die Rechte von Spyro, die gingen ja wirklich durch alle Hände in all den Jahren. Das ist vielleicht auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass es nicht immer so gut lief. Wie auf der PS1. Heute ist Activision der Rechteinhaber. Entwickelt ist das Ganze, ihr habt es ja gehört, von Toys for Bob. Die haben zum Beispiel Crash Bandicoot Insane Trilogy auf die Switch geportet. Allerdings nur geportet. Das ist ein Ladebildschirm. Reisen nach Altstadt. Und machen sonst vor allen Dingen die Skylanders-Serie. Ja, man kann sagen, die Skylanders sind ja ein Spin-off von Spyro. Und so lebte Spyro immerhin irgendwie weiter. Auch wenn er nicht immer dabei war. Oder nebensächlich. Was weiß ich. Außerdem, das wird immer verschwiegen, das Spiel wurde ebenfalls mitentwickelt von Sanzaru Games. Wer war das doch gleich, würdet ihr euch fragen? Das waren die Entwickler von Sonic Boom, der zerbrochene Kristall und Sonic Boom, Feuer und Eis. Die 3DS-Teile, nicht der absolut misslungene View-Teil. 3DS-Teile waren leider einfach nur ein bisschen boring. Aber hat ja nichts zu heißen. Für dieses Spiel und für Nils. Herzlich willkommen in der Altstadt, Spyro.
Gleite zuerst in die Gegend, in der die Bullen sind. Sieh dich dort gut um. Ich bin mir noch nicht ganz über den Aufbau des Spiels bewusst, aber es, ich guck mir das gerne mal an. Ich würde sehr gerne Untertitel vielleicht... Guck mal, Vibration brauche ich eigentlich echt nicht. Bin ich kein Fan davon. Musik, Reignite. Moment, mal. Oh, original. Wollen wir mal reinhören? Sehe ich gar keinen so großen Unterschied. Dynamische Musik ein. Kamerakarte aus. Karte ein. Oh, cool. Macht vielleicht Sinn, oder? Warum nicht? Stört euch mal nicht. Na, ihr Bullen! In die Richtung, wo die Bullen sind. Wer hat die Polizei gerufen? Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich nehme das absolut locker hin, das Let's Play, und freue mich einfach. Jump'n'Runs sind mein Ding. Und jetzt habe ich hier die Gelegenheit, sowas nachzuholen. Egal, ob ihr das Spiel von früher kennt oder nicht. Aber bei Spyro kann ich's... bei Crash Bandicoot konnte ich's echt bestätigen, dass die späteren Spiele einfach noch besser waren als die ersteren. Und das habe ich hier auch schon oft gehört. Und das sagt auch der Metacritic-Score. Spyro 3, also Year of the Dragon. Das bestbewertete Spyro-Spiel ever. Mit 91% im Durchschnitt. Der erste Teil 85%. Danke, Spyro. Mein Flügel hat ganz fürchterlich gejuckt. Wusstest du schon, dass du am längsten gleiten kannst, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst? In der Spitze des Sprungs? Ja, ist doch klar, wenn ich ganz oben bin. Das meint er doch, oder? So, und allen wird hier eingeheizt. Man fühlt sich so wie so ein kleiner Terminator. Aber auch das war bestimmt damals... Ich will nicht sagen revolutionär, aber sowas gab's ja. Diese ganzen 3D-Umgebungen, das war ja... Alles ganz frisch und neu und innovativ. Trotzdem haben sich Crash Bandicoot und Spyro ganz anders dargestellt als... Ja, also jeder hat so seine eigene Interpretation gehabt. Mario mit Mario 64 hatte eigene Vorstellungen, Sonic hatte eigene Vorstellungen. Bekannt und beliebt zu der Zeit war auch Tomb Raider, was sich auch wieder anders gesteuert hat. Aber ihr könnt euch vorstellen, so farbenprächtige und bunte Abenteuer, die... Die feiere ich dann auch schon ziemlich ab. Warte, ich sammle die Juwelen ein. Ich habe keine Ahnung, ob es schwer oder leicht ist, alle Juwelen zu bekommen, ne? Da könnt ihr auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Auch eure allgemeine Meinung. Ob ihr es selbst gezockt habt, ob ihr Bock drauf habt, ob ihr euch ein Bild vom Spiel macht. Da oben ist auch noch einer. Da will ich noch hin. Hier ist erstmal Alvar. Spyro, hast du einen blau gekleideten Mann gesehen? Dieser Dieb hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn aufspüren und das Ei zurückholen. Lauf, lauf. Ich bin etwas außer Puste. Man kann für den einzelnen Typen halten, was man will. Wie komme ich da jetzt zu dem hin? Aber ich finde es echt witzig und ich finde es cool. Ich finde es ganz nett, ja. Muss ich anders hochkommen? Seekündchen. Weiß aber nicht wie. Bekommen später noch Fähigkeiten, oder? Ich kenne das, dass man mit Spyro richtig fliegen kann. Gut, gehen wir erstmal weiter. Vertrauen wir der Sache. Falls ich was übersehe, könnt ihr es mir auch gerne schreiben. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Das Let's Play ist blind. Ihr seht meine erste Erfahrung mit dem Kultdrachen. Nach Hause? Rückkehr nach Artisanen. Das ist quasi die Oberwelt oder die erste Welt. Okay, versucht schon. Da versuchen sie so, die Ladezeiten zu überbrücken. Na, okay. Ladezeiten sind harte Zeiten. 6 Drachen von 80 insgesamt im Spiel. Ich guck mich um. Kein Ding, kein Thema. Gut, was mir jetzt direkt auffällt, man muss schon ein bisschen viel nachjustieren mit der Kamera. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm irgendwie. Ja, er schwebt ein bisschen lasch.
und schnell gegen Boden. Auf der Spitze des... Warte, wenn ich jetzt Anlauf nehme... So hat's gereicht. Fähigkeitspunkte erhalten. Ein Collectible Game. Gut, ich gehe erstmal. Was haben wir hier? Steinhügel. Warum nicht? Sind das die ganzen Unterlevel? Ich bin gespannt, wie ihr auf das Spiel reagiert. Ich denke schon, da kann man sich mal mit beschäftigen. Es gab ja auch quasi einen Reboot auf der PS3. Ich glaube, das hieß Spyro A New Beginning. Das war eine Trilogie und Spyro Dawn of the Dragon 2008 war das letzte Spyro bis heute, wenn man die Skylander nicht mitzählt. Also 10 Jahre absoluter Stillstand. Aber auch davor, die Durchschnittswertungen der ganzen Spyro-Games waren immer nur bei, keine Ahnung, 50-60%, das war gar nichts. Ich meine, ich hatte sogar ein Spyro-Poster bei mir, aber ich habe das Spiel nie gehabt. Von irgendeinem GameCube-Teil. Jeder, der ankommt und Stress will, jedem heizt sich einfach nur ein. Nasty Nork heißt der Obermotz, den wir gesehen haben. Und das ist die Geschichte, ne? Er hat die Drachen versteinert und Spyro sollte da für Recht und Ordnung sorgen. Alle 80 wieder retten. Extra Leben. Hier ist noch einer. Er ist schon wieder nach Hause. Ich glaube, ich muss mir in den Gebieten einfach besser umschauen noch. Astor! Wenn du alle Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel... Dingsbums... zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen! Das war's? Ich dachte, jetzt kommt was. Ah ja, gut. Nein, danke. Tschüsschen. Und dann nimmt's hin. Nicht mehr so, was? Sondern einfach so, okay. Dann ist das so. Damit habe ich schon gerechnet. Wusch. Es macht schon Spaß, sich irgendwie so durch die Level zu begeben. Definitiv. Man kann auch immer gucken, wo noch Edelsteine sind. Denn die weisen aber auch ein bisschen den Weg, wo man schon war und wo man noch nicht war, oder? Geben anscheinend auch unterschiedlich viele Punkte. Oder haben einen unterschiedlich hohen Wert. Tut mir leid, liebe Schafsherde. Voll gegrillt. Optisch nett. Wie würdest du so ein knuffig aussehendes Spiel noch besser in HD transportieren? Schatteneffekte, Sonneneffekte, alles. Vom Feinsten, super Texturen, super gerendert, flüssig animiert. Da kann man echt nicht mehr wollen. Also mehr geht ja nicht für Spyro. Soll jetzt nicht abwertend sein. Geht's denn hier weiter oder geht's hier nicht weiter? Das ist eine Sackgasse quasi, wo man Sachen finden kann. Okay, und ich muss die nicht zwingend einsammeln. Ich muss, wenn ich eine Kiste durchtrümmere, habe ich das auf dem Konto, ja? Ist das so? Oh hey, gilt das? Spyro, mein Freund, brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Na klar. Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Das ist doch in etwa das, was der eben schon gesagt hat, oder? Der Spitze des Sprungs. Kann ich irgendwo hin? Muss ich irgendwo hin? Von hier aus sehe ich nichts. Aktion? Verstehe. Ich bin mir übrigens, naja, sicher würde ich nicht sagen, aber ich bin sehr zuversichtlich. Das Spiel ist bisher nur für PS4 und Xbox One erhältlich, aber auch da sich die Crash, Schafkebab, da sich die Crash-Trilogie so gut verkauft hat auf der Switch, wird es irgendwann, früher oder später bestimmt auch eine Switch-Version, ein Port geben. So wie für Steam. Auch für Steam gibt es das noch nicht, aber... Alter. Aber Crash gibt es ja auch für PC, oder? Oder?
meine mich zu entsinnen, ja. Als nächstes kommt hier Lindar. Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst, was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Niemals. War das nicht sogar der gerade im Opening gesagt hat, dass der Nasty Nork hässlich ist und keine Gefahr darstellt? Dir haben wir das alles zu verdanken, du Fisch. Aber warum hat er da nicht Spyro irgendwie zu Stein erstarrt? War er so klein oder deswegen? Alle Drachen können auf zwei Beinen laufen, nur wir nicht? Ui, hier ist noch was. Nein! Ey! Ich bin noch nicht fertig hier. Auf Verdacht. Oh, da braucht man einen Schlüssel. Kevin! Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. Wenn sie Schmetterlinge isst, ist golden. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Naja, die Gegner werden mir bislang nicht wirklich gefährlich. Kann ich mal auf der Karte gucken, wo es noch irgendwo lang gehen könnte? Not really, wa? Ich meine, wir können auch wieder nach Hause gehen. Waren halt in den Gebieten schon, oder? Ich hoffe, ich vergesse nichts. Wenn doch, dann habe ich noch was nachzuholen. Und so werden wir uns gleich wieder in der Oberwelt wiederfinden. Und das war's auch schon für den ersten Part, leider Gottes. Seid auf jeden Fall bei den nächsten Episoden ebenfalls noch dabei. Auch um eure Meinung, euren Ersteindruck zu festigen oder euch vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Aber euer Ersteindruck, der wäre mir... Den würde ich gerne hören, wirklich. Ab in die Kommentare damit. Gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr nichts von Spyro verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir. Ich sage, bis dann und ciao!